Hallo. Ich habe heute einen Haul für euch, wieder einmal, den ich momentan ständig schauen, wissen warum, momentan nur Hauls kommen. Ja, und zwar habe ich bei Papiria bestellt. Schuld ist die Patricia, ja, also die Tante Wohlfahrten. Ja, sie hat mir da einen Link geschickt und dann habe ich ein bisschen durchgeschaut und dann, ja, habe ich halt bestellt auch. Was mich wirklich total gefreut hat, ich habe echt ein super Goodie gekriegt. Das zeige ich euch dann auch gleich. Und ja, ich habe eigentlich hauptsächlich Stempel. Stempel habe ich ganz viele bestellt. Ein paar Schablonen, einen Block. Noch was anderes. Und ich fange jetzt einfach an. So, fertig. Also, das ist jener Shop. Und zwar noch nicht da. Wohl, da. Ich habe euch das jetzt einfach mal so ein, aber ich werde es auch eh unten auch verlinken. Sehr übersichtlicher Online-Shop, kannst auch noch Hersteller zum Beispiel suchen und so weiter und so fort. Das finde ich total süß, weil das kann ich im Prinzip ausschneiden. Ich meine, gut, Halloween ist jetzt vorbei, ja gut, es steht Herbst um. Ja, egal, ich werde es mir auf jeden Fall aufheben. Ja, ist echt ein süßes, niedliches Kärtchen. Und ja. Ich hätte viel, viel mehr bestellen können. Also es ist sehr, sehr viel auf meiner Wunschliste liegen geblieben, weil ich mir dann einfach selber, ich bin selber auf die Bremsen gestiegen, sagen wir es einfach immer so. Zwei Prospekte haben sie mir auch mitgeschickt. Einmal von Nellies Nellen. Das ist jetzt Juli 2022. Da wird wahrscheinlich jetzt dann eh bald demnächst ein neuer Kalender kommen. Das sind jetzt da die süßen neuen Weihnachtsstempelchen mit den süßen Tierchen. Da habe ich, wo ich euch die Nellies Nellen Bestellung gezeigt habe, habe ich ja gesagt, das sind so neue. Und die ist auch cool, die Stanzen. Da kannst du die Sternenbox machen. Die gefällt mir auch gut. Also muss man merken. Und die zwei sind so süß und das Reh ist so putzig. Ja, gibt halt einiges. An schönen Sachen wieder. Wobei, wie gesagt, ich denke mal, wenn man jetzt auf die Homepage geht, wird es schon wieder viel, 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 viel mehr geben. Ja, einmal diesen schönen Prospekt zum Durchblättern und dann habe ich von Studio Light ein Prospekt August bis September, nein, Entschuldigung, Juli bis September, ist im Prinzip jetzt auch schon wieder älter. Das sind die ganzen schönen Art by Marlene Sachen. Und da haben wir Studio Light. Ja, Studio Light. Da die ohne das, was mir so gut gefällt. Da. Ist ja euch Studio Light. Mein Gott, nein. Ich bin schon ganz fit. Ja. Ja, jedenfalls habe ich da auch noch einen schönen Prospekt gekriegt, was man denn alles jetzt so für Herbst, Winter, Weihnachten. Kaufen kann. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeschaut, aber ich sehe schon wieder ein paar Sachen, wo ich mir denke, mei, ist das schön. Aber es sind also andere Sachen drin. Halt einfach neuere Sachen jetzt, die was jetzt nicht irgendwie themenbezogen sind. Die sind ja, ja nicht alle, nicht alle. Okay. Der ist super. Den habe ich auf meiner Wunschliste. Den habe ich eben zum Beispiel nicht mitbestellt, den Stempel. Den habe ich aber schon im Auge. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich selber echt einbremsen müssen, weil. Ja. Nein, sein. Alles Mögliche. Halloween, Winter, Weihnachten. Sie haben ja echt schöne. Also Studio Light ist, glaube ich, eine von meinen Lieblingsfirmen. Muss ich jetzt echt so sagen. Und da sind die ganzen schönen Sachen. Schau. Ui. Und hier noch was anderes. Ja. Und da sind die Art bei Marlene.
Wobei da jetzt auf der Seite ist jetzt eh nicht so. Was haben wir da? Schablonen gibt es eben neue. Da sind auch sicher wieder ein paar dabei. Das Set da zum Beispiel. Ja, muss man schauen. Dann gibt es wieder schöne Stempel und so große Schablonen. Dann gibt es da so Stempelsets neue mit Blümchen und die Pilze und dem verrückten Vögelchen. Ich mag auch noch die Art und Weise, wie sie designt. Ich liebe das. Ja, so, genug Werbung. Jetzt kommen wir zu meinem Geschenk. Die, ups, mein Karte fliegt um. Ich habe mich echt voll gefreut. Ich habe, glaube ich, noch nie, wenn ich irgendwo bestellt habe, so wirklich, ja, einfach so. Ich habe Designpapierbögen gekriegt, 30x30, aber jetzt nicht gleich ein oder zwei. Moment. Hat ja nicht gerade vorher auspacken können. Ich habe es gezählt gehabt, aber ich weiß es nicht mehr. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn es gestimmt hat jetzt. Und zwar habe ich, glaube ich, alles, ja, ist alles Mintai-Papier. Da ist eben einmal das dabei, aus der Wilderness Connection oder Kollektion Connection. Wie kriege ich jetzt auf Connect Wilderness? Ja, einmal das, das schaut hinten so aus. Soll ich es euch so irgendwie, ich probiere es einmal. Ups, nein, das funktioniert nicht da. Nein, das funktioniert nicht. Dann Secret Place. Da kommt das Papier daher. Super schön, oder? Das habe ich geschenkt gekriegt. Echt, ich find's voll genial. Schaut euch das an. Ich finde das echt so nett, dass man da einfach hergeht und so viel Papier mit einlegt. Wanderlust. Da haben wir einmal da einen Bus. Und da hinten drauf ist eine Stadtkarte, wo ich jetzt nicht unbedingt sofort erkenne. Nö, bevor ich irgendeinen Blödsinn rede. Dann Farm Life. Da haben wir einmal die sehr abgeblätterte Holzwand. Und hinten ist so gelb kariert. Dann Dear Diary. Das ist auch besonders schön. Das schaut hinten so aus. Dann haben wir da Marry Me. Wenn ich mal eine Hochzeitskarte machen muss, ne? Na gut, das ist aber hinten schön. Also, da verzichte ich auf die Hochzeitskarten. Dann nehme ich das lieber das da. Dann haben wir da Bird Song. Mit den Blümchen. Oh, das ist schon auch schön. Sehr cool. Dann Together. Und die Rosen oder Blumenkränze. Und auf der anderen Seite haben wir da einmal Vögelchen. Da oben die Heißluftballon, die wir so mal rumfliegen. Dann haben wir Blumville. Und das letzte ist Life Stories. Das ist auch total schön. Auch von der Form her. Gefällt mir irre. Und da mal hinten das drauf. Ja. Und da habe ich mich echt, ich habe mich so gefreut, wirklich. Dass die einfach hergehen und so viel Papier einlegen. Gratis. Als Geschenk. Also, was habe ich eigentlich? Nein, das habe ich gesagt. Da steht nur drauf, vielen Dank für deine Bestellung. Ja, voll nett. Dann, zwei Blöcke habe ich bestellt, einen großen und einen kleinen. Ich packe den gleich aus. Raschel, raschel. Jetzt fliegt die Karten schon wieder um, ich muss die irgendwo anders hin tun. So. Und zwar habe ich mir das Paperbed mitbestellt. Also es ist kein Block, es sind einzelne Blätter.
nennt sich Nightfall und ist von Altair Art. Na schau an. .pl. eine polnische Papierfabrik. Blende euch da mal so ein. Und ja, es ist da. Ah, ja, da, den habe ich mitnehmen müssen. Das war gar nicht anders gegangen. Da haben wir auf der Rückseite vom Deckblatt haben wir, ja, Sachen zum Ausschneiden. Einerseits da die super schönen Schmetterlinge, dann da oben die ganzen Hähnchen, Blumen, Maschen. Sehr, sehr viele schöne Sachen. Und dann haben wir da das Papier. Ja. Es ist einfach so schön farbenfroh und also die Seiten gefällt mir besonders gut. Dann haben wir da das mit den drei, sage ich jetzt mal, Blickpunkte drauf. Und auf der Rückseite einmal Blümchen pur. Dann haben wir da nochmal sowas, nur in, mit hellem, aber auch wieder mit den schönen Blümeln da oben. Das schaut auf der Rückseite so aus. Dann haben wir da so ein altes Holzschindeldach. Schaut voll cool aus. Ja. Und auf der Hinterseite so, ja, verwitterte Tapete, würde ich sagen. Schaut zumindest so aus. Dann haben wir da auch wieder so ein bisschen ein dunkleres. Da ist da oben da der Mond und dann die Blümchen. Und unten haben wir auch ganz viele Blumen. Das schaut so wassermäßig auch irgendwie aus. Und hinten wieder so. Und das war, glaube ich, schon das letzte, ja. Da haben wir einmal das. Und das schaut auf der Rückseite so aus. Ja. Der hat mit müssen. Das ist gar nicht anders gegangen. So. Dann habe ich mal noch ein paar einzelne 30x30 Bögen bestellt. Das sind, glaube ich, alle Ciao Bella. Ja. Da habe ich einmal das da. Da gefällt mir die Rückseite jetzt nicht so gut. Das sind Elefanten drauf und Leoparden und keine Ahnung was alles. Gut, der Teil damit die Flecken vielleicht, aber die Seiten hat mir halt irre gut gefallen. Deswegen. Ich kann alle Seiten hernehmen. Dann passt das schon. Dann einmal die super, super tolle Seiten, die ich zweimal gekauft. Ja. Die ist einfach total schön. Obwohl es jetzt eigentlich so ein grelles Pink ist. Sechs das gar nicht so. Aber ja. Hat mir irre gut gefallen. Und auf der Rückseite schaut es so aus. Ja. Welche Seiten soll ich hernehmen? Also muss ich mir das zweimal bestellen. Ganz einfach. So. Wenn man sich nicht entscheiden kann, dann muss man es halt zweimal nehmen. Und dann habe ich mal ein bisschen Reispapier mitbestellt. Einmal dieses hier von Stamperia. Mit den super, super schönen Muster drinnen. Gibt es da irgendwie eine Bezeichnung? Nein. Das steht da ja leider nie drauf. Dann habe ich mir das, oder sechs jetzt die untere nicht da, gell? Dann habe ich mir das mit den Elfen eben mitbestellt. So, kommt ihr raus. Seien die nicht putzig? Ich habe das so süß gefunden. Ich habe mir ja da beim Daddy die ganz großen Holzscheiben gekauft und ich denke, dass die da drauf passen. Das heißt, die kann man da so Feenanhänger machen, die ich dann irgendwo hinhängen kann oder so. Ich habe die so süß gefunden. Sie sind einfach leerherzig. Ach gut. Dann habe ich mir das da noch mitbestellt. Ja, das ist auch wieder so Wham Pink, aber da ist dann halt doch wieder so teilweise Vintage-Effekt mit drinnen. Ja, es ist schriller Vintage. So bunt, aber nicht so schlimm.
So, das war das Reispapier. Hausti. Das, was mir gerade ein bisschen ärgern tut. Und dann habe ich eben noch einen anderen Block mitbestellt. Den zeige ich euch auch gerade. Dann haben wir das Papier erledigt. Und zwar diesen hier. Der ist von Craft and You Design. .pl, also wieder. Ja, wenn man da jetzt plötzlich drauf schaut, woher das Zeug kommt. Habe ich auch einfach total schön gefunden. Ist 15x15 Block, also 6x6 Inch, 36 Blätter und eine 190er Grammatur. Den blatteln wir jetzt auch kurz durch. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, aber egal. Na, okay. Er zerfällt etwas. Also es sind drei Seiten, glaube ich, von jedem Design. Ja, drei Seiten von jedem Design. Und die sind eben auch wieder so ja, einfarbig, unter Anführungszeichen, und dann eben wieder solche mit Blümchen dabei und einfach gleich schön. Einfach nur schön. Und das dann noch. Jawohl. Mal schauen, dass ich denn da irgendwo schön wieder zusammen in eine Sackerle reinkriege. Dann habe ich mir eben Schablonen mitbestellt. Und zwar, jetzt hoffe ich, dass das so geht. Sechs ist das? Ja, das geht eh ganz gut so. Und zwar einmal habe ich mir da von Stamperia, von der Create Happiness Reihe, Kollektion, wie auch immer, habe ich mir einmal den da mitbestellt. Die steht jetzt weiter auf wieder. So. So schaut der aus. Durch eben einerseits einmal da, sag ich jetzt mal, die Nähte, also das da, der Kreuzstich, dann hast du da die Punkteln, dann hast du da so Linien. Das ist so ein Briefmarkenrand und dann hast du aber noch die gerissenen Kanten. Und der hat mir total gut gefallen, weil er einfach so vielseitig einsetzbar ist. Weil die gehen ja auch da um die Ecke. Das heißt, du kannst auch super Ecken damit verzieren oder wie auch immer. Oder wirklich einmal komplett einen Rand machen, weil du ja dann einfach immer ansetzen kannst. Und von dem her habe ich sehr, sehr cool gefunden. Deswegen hat der mitgelaufen. Und dann habe ich mir noch ein paar aus der Klimt-Serie bestellt. Oder Klimt-Kollektion. Einmal den da. Das ist jetzt eben, das sind die größeren mit 20x25. Kann ich natürlich für Karten hernehmen, aber eben auch, wenn ich jetzt wirklich meine Mixed-Media-Sachen zum Beispiel mache, sind die großen schon fein. Also, ich habe mit den kleinen in den letzten paar Monaten genauso gearbeitet, aber ich bin halt drauf gekommen, so Mixed-Media-Sachen sind große Schablonen feiner und ja, die Klimt-Sachen gefallen mir sowieso gut. Von daher haben wir jetzt einfach auch einmal ein paar Schablonen mit einziehen dürfen. Dann einmal die, hat dieser Platz? Ja, mit den super schönen Mondblumen. Der ist da zugeklebt. Also, ja, gefällt mir auch total gut. Und dann haben wir eh schon den letzten. Ja, ich denke, das Muster ist jedem bekannt, der Klimt-Bilder kennt. Das ist halt so typisch, ne? Und das habe ich jetzt halt auch einfach mitbestellt, weil ich es auch haben möchte. Ja, ja, machen hinein, Andrea, passt schon. Gut, dann ist ein Embossing-Folder mit, oder hat ein Embossing-Folder mit dürfen, und zwar dieser hier.
ist von Cardass mit dem schönen Rand da, mit die Herzeln und da die zwei Rosen. Ja, der hat mitgelaufen, der hat mir recht gut gefallen. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser, weil da spiegelt es auch nicht so. So schaut der dann eben aus. Dann habe ich mit der Patricia einmal geredet. Ne? Es gibt ja von Stamperia die sogenannten Molds. Ja, da habe ich mir jetzt drei einmal bestellt. Es gibt unzählige. Ja, unzählig ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr viele. Das sind im Prinzip einfach nur so Kunststoffschablonen, sage ich jetzt einmal. Oder ja, Molds halt. Wie übersetzt man denn das? Formen? Formen. Und da kannst du im Prinzip Sachen reintun, das kannst du dann aushärten lassen und dann tust du halt außer und kannst das dann anderweitig wieder weiterverwenden. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe mir jetzt wirklich eine Packung von dem da dazu bestellt. Das ist wirklich so ganz ein weiches, sehr, sehr leichte Modelliermasse. Die habe ich mir da jetzt dazu bestellt. Es gibt aber auch eigenes, das kannst du dann anrühren, sozusagen. Also, dass es dann flüssig einlegst oder einleerst. Dann muss das Teil natürlich auch relativ gerade liegen. Mit dem ist es wurscht, weil das ja, kann nicht ausrinnen. Ja, und da habe ich mir jetzt eben dreimal bestellt. Werden aber sicher nicht meine letzten sein, wenn das so funktioniert, wie ich das meine, dass es funktioniert. Also einmal habe ich mir, jetzt tue ich die mal weg, vielleicht sieht man das dann besser. Ja, ich glaube, so sechs ist gut. Einmal habe ich mir da das Patchwork-Muster, kann man eigentlich schon fast sagen, mit den ganzen unterschiedlichen Designs. Ich bin gespannt, wie das dann ausschaut, eben wenn es dann fertig ist. Wenn ich das irgendwann jetzt dann in Zukunft mache, ich probiere es zumindest einmal, weil ich die Ergebnisse eh zeige. Und das eben, das weiß. Das heißt, ich kann das danach einfärbeln. Bei den flüssigen Sachen könnte ich das Flüssige gleich einfärbeln, zum Beispiel. Und was ich mit der Patricia noch geredet habe, es gibt ja bei Ideen mit Herz, gibt es ja auch so eine Paste, die was danach aber nach dem Aushärten flexibel bleibt. Mir soll mit dem genauso gut gehen. Ja, jedenfalls einmal diese hier. Dann habe ich mir einmal da das Crackle-Muster. Ja, ich sage es einfach mal so. Es steht nicht wirklich irgendwo was oben, wie sie heißen. Das ist das Problem. Also wegen der Größe, das sind alle A5. Von dem her. Und dann die dritte, was ich mir noch ausgesucht habe, aber wie gesagt, da gibt es so, so viele und auf die bin ich eigentlich am meisten gespannt. Das ist mit Schrift. Ja. Und da ist wirklich nur die Schrift vertieft. Also auf die bin ich am allermeisten gespannt, weil du da ja dann im Prinzip die einzelnen Wörter außer. Ja. Also auf die bin ich am meisten gespannt. Bei den großflächigen hast du ja dann im Prinzip so ein großes Teil. Aber sobald ich weiß, wie das funktioniert und ob es funktioniert oder so, werde ich euch das wissen lassen. Gut, jetzt habe ich nur mal Stempel. Ich habe am Anfang schon gesagt, sehr, sehr viel Stempel. Ich kann euch auch gar nicht mehr alle zeigen. Das nebenbei noch, weil ich manche schon, ja, die sind nicht mehr bei mir. Ich sage es jetzt einfach mal so. Also, da habe ich mir einmal von Lavinia den kleinen Knopfstempel bestellt. Ja, kleines, putziges Knopfstempelchen. Ich habe ihn nicht gefunden. Mini-Button. Ja. Kleines Knöpfchen. Dann habe ich mir von Nelly Snellen
die putzig süße Eule mitbestellt. Mit dem Pinsel da und mit dem Farbeimer. Und dann hat es noch die coole Kappen auf. Habe ich echt putzig gefunden. Und deswegen hat der mit dürfen. Dann habe ich mir den da bestellt. Der ist auch von dem Craft and You. Wo wir jetzt ja wissen, dass das eine polnische Firma ist. Und was ich total witzig finde, jetzt sage ich das einmal, wenn man eine Kamera vorstellt. Ja, da steht, also Easter Osterset 1. Habe ich beim Bestellen nicht gesehen. Ich habe das beim Auspacken, dann beim Abhackeln vom Lieferschein habe ich das gesehen. Und man denkt, warum? Was hat das mit Ostern zu tun? Aber egal, ich habe es mir jetzt nicht für Ostern gekauft, sondern ich habe das einfach witzig gefunden, weil du halt die drei Tierchen da an die Luftballon hängen kannst. Und dann hast du noch die zwei Vogeln, zwei Wolken und da ist auch nochmal ein Luftballon. Ich habe es einfach süß gefunden. Ja. Aber dass das ein Osterset ist, auf das war ich jetzt mitgekommen. Naja. Dann habe ich mir, das sind auch wieder so Leerstempel, Multi-Leerstempel, steht sogar oben, ja. Schmetterlinge. Wisst ihr, Schmetterlinge, Blümchen, sowas geht immer. Das ist von craftsdo.com. Ja, also da hast du eben den kleineren da, dann hast du da den großen, dann hast du noch einen, den du hast von der Seite. Das kannst du vermutlich für beide hernehmen. Gehe einmal davon aus. Und dann hast du eben da noch einen großen Schmetterlingskörper und einen kleinen und eben einen für den seitlich fliegenden. Dann hat auch da wieder ein Grunge-Stempel mit dürfen von Studio Light. Ein kleiner das mal wieder. Aber der ist halt echt cool, weil da ist im Hintergrund so die Zeitung, ja, Your Story, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen hat sie ja mit dürfen. Dann habe ich mir den mitbestellt. Der ist von Kaisercraft. Ein Schlüssel. Ich hatte nie gemeint, dass der so groß ist. Gebe ich ganz offen zu. Also der Stempel selber ist ja wirklich sehr viel größer. Also der ist so groß. Der Schlüssel selber ist ja 11 cm. Ja. Also ich habe wirklich gemeint, so, ja, das ist halt so ein kleines Schlüssel. Ne? Jetzt habe ich halt einen großen Schlüssel. Aber egal. Dann habe ich mir das da mitbestellt, mit der Libelle drauf, dann ist da so ein kleines Schnörkelteilchen und dann ist da noch Live Your Spirit, der Spruch drauf, das ist von, ja, Hot of the Press, noch nie gehört, keine Ahnung, ja, mir hat die Libelle gut gefallen. Deswegen hat es mit dürfen. Dann habe ich mir die da mitbestellt. Hauptsächlich wegen der Nähmaschine, nicht jetzt wegen dem Spruch da innen drinnen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin beim Überlegen, ob ich mal den Spruch rausschneide, weil ich eigentlich nur die Nähmaschine haben will. Weil leider Gottes ist das alles eins. Aber ja, muss ich mir noch überlegen. Ich weiß es noch nicht da. Der ist von Prima Marketing. Ja, also mir ist um die Nähmaschine gegangen. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass der Spruch da separat zum Stempeln ist, aber dem ist jetzt nicht so. Deswegen, ja, würde eventuell. Ja, das war nicht der erste Stempel, den ich zuschneide. Das ist ja mein Stempel, mit dem kann ich ja machen, was ich will.
dann die hole ich gleich Bade auf von Scrapberries. Habe ich mir da die zwei kleine mitbestellt. Da ist eben einmal der Schmetterling, dann The Best Things in Life Aren't Things. Also die besten Dinge im Leben sind nicht oder sind keine Dinge. Momente. Ihr müsst Momente sammeln im Leben, das ist das Wichtigste. Und Erinnerungen. Ist eigentlich fast das Gleiche. Und die Rose ist da auch noch mit dabei. Mein Gott, mein Andrea, was redest du denn heute wieder von Blödsinn? Nein, ist eigentlich kein Blödsinn, es ist eigentlich die Wahrheit. So. Und dann habe ich mir noch das mitbestellt mit dem Ornamentrahmen. Und da ist auch noch so ein kleines Teil. Und da ist Happiness is like a butterfly. Und da ist auch noch ein kleiner Schmetterling. Ja. Dann. Von der Marke habe ich überhaupt noch nie was gehört. Deep Red, aber made in USA. Ja. Deswegen habe ich wahrscheinlich noch nie was davon gehört. Und da habe ich mir den Stempel bestellt. Ja, im Prinzip einfach, schaut aus wie ein Drahtzaun. Es ist ein Gummistempel. Ein richtig dicker Gummistempel. Also, ja, ich denke, die sag's gleich. Verarbeitung ist sicher so, ja, da. Das ist echt ein sehr dicker, also da hast du das Ding auch schon drauf, dass es dann klebt. Ganz eine dicke Gummischicht. Und so schaut der dann eben aus. Ne? Mhm. Premium-Qualität natürlicher Gummi. Ja. Ja, so schaut der dann aus. Eben da auch mit dem nicht so sauberen Effekt. Also, ja, da sieht man, also der hat da so Vertiefungen, sage ich jetzt einmal, dass er nicht so sauber stempelt, sondern dass es halt einfach so ein bisschen, ja, einen crunchigen Effekt gibt. Dann habe ich mir den Blubberblasen, ich glaube schon, dass es Blubberblasen heißt, oder? Na, steht das da gar nicht um. Ich glaube, er ist unter Blubberblasen oder so gelaufen. Also so, oder Prosecco-Blasen oder irgendwie sowas. Aber er ist halt relativ groß von dem her. Bella Clear Stems. Habe ich auch noch nie gehört. Also, das ist die Marke. Aber ich habe jetzt gedacht, für den Hintergrund schaut der sicher mega aus. Und rein theoretisch kann ich ihn sogar so als Schneegestöber verwenden. Da schaut so ein bisschen große und kleine Schneeflocken. Wie in echt. Also, die Schneeflocken sind ja bei uns auch nicht immer gleich groß, wenn sie aber klingen. Ja. Also für Hintergrundgestaltung ist das sicher total super, weil wenn ich dann zum Beispiel mit Distress Oxide stempel und dann ein bisschen Wasser drüber tue, bevor, also Distress Oxide auf dem Stempel, dann ein bisschen Wasser drauf sprühen und dann erst abstempeln, dann schaut das sicher total super cool aus. Bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Probiert habe ich es ja nicht da. Dann Bow Bunny Doodle Stamp. Kommt mir bekannt vor, aber das ist die Adresse. Da habe ich mir die, ja, das sind eigentlich so Mini-Bordüren, ja. Beziehungsweise da unten halt das sehr coole Musterteilchen da. Deswegen habe ich mir es auch hauptsächlich bestellt, wobei da halt auch wieder die Kugeln dabei sind, die was mir gut gefallen. Und die zwar. Da finde ich sicher irgendwas. Ich meine, das kann sicher super als Hausdach. Aber da muss man halt so verkehrt. Schon aus wie Hausschindeln. Ja, also hauptsächlich wegen diesem bestellt, weil mir das einfach irre gut gefallen hat. Und ja. Also die Marken kriegt man bekannt vor, aber
ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich schon was davon da habe. Weiß ich nicht. Wir nähern uns langsam dem Ende. Dann habe ich mir den da mitbestellt. Grunge Wallpaper. Das ist von Creative Expressions. Ist auch ein Gummistempel. Auch wieder recht dick. Und ja, auch wieder für Hintergründe und so weiter und so fort. Also ich schaue so aus. Jetzt sehe ich schon, da sind so Blümchen angedeutet, wenn man ganz genau schaut. Ja. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hat er auch mitlaufen. Dann habe ich von Woodware, ist ja auch eine meiner Lieblingsstempelhersteller, einen ganz coolen Stempel gefunden. Ja, Quietsch, Quietsch, Alarm in Wien. Den habe ich einfach bestellen müssen, weil, ja, wenn ich da auch einzige Karten für jemanden damit bastel, nein. Jetzt habe ich da schon wieder so eine depperte Mücke herinnen. Ich weiß nicht momentan. Was wollte ich denn jetzt sagen? Es gibt ja von Tracy Hay gibt es ja auch so einen Löwen. Der gefällt mir irre gut. Aber kriegst du ja nirgends mehr her. Ja. Der hat mir jetzt halt so ein bisschen zumindest an den Löwen von Tracy Hay erinnert. Und deswegen hat der jetzt einfach mit müssen. Ja. Weil er einfach leisier ist, den kann ich auch total super gut kolorieren. Er hat echt eine mega Größe. Also der ist von bis zur Schwanzspitzen, ja, 12, ein bisschen über 12 cm. Also richtig schöne Größe. Der füllt da einmal die Karten komplett aus, wenn du jetzt da so eine Standardkarten hast. Ja. Und dann ist da eben noch so Happy Birthday Schriftzug, Thanks a Million, also Lion, Thanks a Mill Lion, ja. So kleine Wortspielchen. King for a Day und Go Wild. Ja, ich finde ihn zucker süß. Dann habe ich mir wieder so einen richtig großen, Stempel. Da habe ich ja schon einen davon. Ich weiß ja nicht, sieht man den da irgendwo? Hm? Nö. Der ist wieder von Do Crafts. Und das ist eben der, ja, ganz viel Maßband und dann sind so ein Haufen Nähsachen. Das sieht man fast gar nicht. Gell? Was bei denen auch eben cool ist, der ist schon fix fertig in der Hülle drinnen. So sechs ist, glaube ich, ein bisschen besser, gell? Da ist eben eine Nähmaschine, da ist eine Schere, eine Garnspule, da ist eine Schneidepuppe, da sind auch ganz viele Knöpfe, da ist immer so eine große Sicherheitsnadel und im Hintergrund eben einfach die Maßbänder. Hat mir total gut gefallen. Diesen hier. Den wollt ihr ja eigentlich haben. Den kriegst du so nirgends mehr zum Kaufen. Und jetzt muss ich den gerade schnell wieder einpacken. Meine liebe Roswitha, ja, meine liebe Roswitha, hat den bei irgendjemandem, ich glaube eBay Kleinanzeigen war das, gefunden. Der wollte man aber nicht nach Österreich schicken. Beziehungsweise für, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Für unverschämt hohes Porto, soll ich es einfach so sagen? Ich meine, der passt in ein normales A4-Kuvert ein, ist jetzt nicht wirklich sehr dick, ja. Ich weiß, dass wir da mittlerweile innerhalb Österreich 3 Euro ja, für die Post zahlen. Und wenn der dann hergeht, oder die in dem Fall, und für das Porto 17 Euro haben will, dann sage ich, na, dann krieg ich halt da deinen Stempel. Also wirklich, das war absolute Frechheit. Deswegen will ich den von der auch gar nicht haben. Nein. So. Weil ich schon irgendwo anders mal herkriege. Dann habe ich mir von Viva Decor noch das da mitbestellt. Das sind im Prinzip einfach nur drei Tags.
aber halt wirklich schon ja, mit Geschnörkel, mit Schrift. Da ist auch wieder so eine Schneiderpuppe drauf, da ist ein Blümchen drauf. Die haben mir einfach irre gut gefallen, deswegen habe ich sie mitbestellt. Genauso wie diese hier. Das ist dann schon eher so, also da ist ein Zahnradl auch drauf, das geht schon so leicht in Steampunk, das ist wieder sehr vintage. Das kann man eigentlich so ja, für alles Mögliche hernehmen. Hat mir eigentlich total gut gefallen. Braillei stempeln, ausschneiden, es Lächeln noch, stanzen und dann habe ich echt schon einen coolen Deck von dem her. Ja, deswegen habe ich mir die zwei Sets bestellt, weil das geht dann relativ schnell. Und dann kommen wir auch schon zum letzten. Meine Kralke kugelt schon wieder um. Und zwar habe ich mir das Stempelset bestellt. Das ist auch wieder von Stamperia, von dem Create Happiness, von der Kollektion. Einmal mit dem großen Tierstreifen. Dann ist da der super tolle Text, der große. Und dann hast du halt da noch ganz verschiedene Blätter. Ein Traum von einem Stempel. Da gibt es auch noch ein anderes Stempelset. Das ist überall ausverkauft. Allerdings hat eins meiner Mädels, ich sage es jetzt einfach mal so, in der ETC-Gruppe, ja, hat denn irgendwo gefunden, dass da verfügbar ist. Und ein anderes Mädel aus der ETC-Gruppe hat bei dem Shop rein zufällig eine Bestellung aufgegeben. Jetzt hat die, glaube ich, den einen Stempel viermal? Dreimal oder viermal? Ja, dreimal oder viermal hat sie den jetzt bestellt. Das heißt, ich kriege den dann irgendwann einmal mit meinen ETCs mitgeschickt und freue mich schon so, weil der überall ausverkauft war. Ja. Das ist einfach super. Wir Mädels halten zusammen und dann wird auch untereinander irgendwie für irgendjemand anderen irgendwas bestellt. Und das ist echt, das ist immer so ein Traum. Ja, jedenfalls, das habe ich. Das andere kommt irgendwann mal. Ich schätze mal mit der Dezember ETC-Post. Bis dahin sollte sich das, denke ich, schon ausgehen. Ja, jetzt derweil habe ich einmal den und alle anderen Schätze natürlich. Und die ganzen Schätze, die ich dann in den nächsten Videos auch noch zeigen werde. Ja, aber für heute war es das. Wie gesagt, ich finde den Online-Shop echt super übersichtlich. Ich habe dort das erste Mal bestellt. Kunden haben nicht ich, sondern die Patricia. Danke, Patricia. Na, sie findet halt immer wieder irgendwo Shops und dann, ja, manchmal schaue ich rein und jetzt in dem Fall halt dann, ja, habe ich bestellt auch. Ist ja nicht immer so, ne? Und ja. Es nutzt ja nichts. Nein, das klingt jetzt blöd. Hin und wieder muss man sich was gönnen. Darf ich momentan nicht sagen, weil ja. Aber ich habe jetzt bald Geburtstag. Das passt schon. Ich tue ein bisschen, ja, ein bisschen vorgreifen von dem her. Ich kaufe mir dafür sonst nichts. Ne? Dann kann ich mir ja Bastelsachen kaufen, mit denen ich einfach auch eine riesige Freude habe. Auch wenn ich sie momentan jetzt nicht so hernehmen kann, wie ich gern wollen würde. Aber das wird auch noch kommen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, ich habe überall Hersteller zumindest dazu gesagt oder die Firma. Ja, den Shop verlinke ich euch unten. Das habe ich auch schon gesagt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade habt. Mir hat es gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann bis zum nächsten Video vielleicht. Tschüss!